gehen wir nicht auf den Sack. Hallo liebe Zuschauer und willkommen zu einem neuen Album-Review. Endlich mal wieder ein Album-Review. Ja, ich habe mal wieder ein bisschen Bock, vielleicht das eine oder andere Mal in den nächsten Tagen auch mal wieder ein Album zu reviewen, ne, und da ein bisschen was für euch zu liefern. Ja, und heute hatte ich Lust, einfach mal ein bisschen was Simpleres, Schlichteres zu hören. Ihr wisst vielleicht, wenn ihr mich schon ein bisschen länger verfolgt, ich bin mit AC/DC groß geworden, unter anderem natürlich, ne. Aber ja, seit jüngsten, ja, ich kann schon fast sagen Kindheitstagen, begleitet mich diese Band. Und seitdem suche ich eigentlich immer nach Bands, die soundmäßig sehr ähnlich sind oder sogar genauso, ja. Und ja, eine von diesen Bands haben wir heute vorliegen. Und zwar geht es um Sweet Pain mit ihrem neuen Album Swallow This. So sieht das Ganze aus. Wir kommen aber gleich noch genauer zur Optik. Und Sweet Pain kenne ich jetzt schon ein Weilchen. Ich habe mal, ich glaube, dass, wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege, hier vor diesem Album, vorangehende Album, bei Rebuy geschossen, meine ich. Und daher kenne ich die Band im Grunde genommen schon. Jetzt habe ich über Heavy Harmonies, da gucke ich aber mal, was da so Neues gibt. Ja, du kannst halt auf New Editions klicken und dann siehst du halt die neuesten von irgendwelchen Leuten dort eingetragenen Alben. Und da sind eben auch aktuelle Geschichten drin, von denen ich nicht wüsste, wenn die da nicht irgendjemand eintragen würde. Und auf diese Weise habe ich erfahren, ach guck mal, die gibt's noch und die machen oder haben ein neues Album. Habe dann Kontakt aufgenommen und das Ding dann jetzt gekauft und es liegt jetzt vor. Und da sprechen wir heute drüber. Ja, wer sind denn Sweet Pain? Das habe ich mich auch gefragt und versucht ein bisschen was über den Hintergrund rauszufinden. Das habe ich auch geschafft. Ich habe es aber noch nicht durchgelesen. Ich lese es jetzt live mit euch durch. Ja, es gibt da eine Seite, die heißt Backstage Pro. Und da steht halt was über Sweet Pain. Da ist auch ein Bild oben im Banner zu sehen, das sich ebenfalls in diesem Booklet befindet. Also denke ich mal, das, was wir jetzt hier lesen werden, ist aktuell und up-to-date. Falls nicht, falls die Band das hier sieht, kann sie es ja ergänzen in den Kommentaren. Ja, also, hier steht auf Backstage Pro folgende Bio-Info. The Rise and the Fall and the Rise of Sweet Pain. Machen wir es kurz. Ja, wenn ich jetzt hier mal so ein bisschen scrolle. So kurz ist es nun auch nicht, aber ja. Ja, es gab die Band schon in den späten 80ern und es gibt mit First Take and Done auch ein skurriles Zeitdokument auf stilechtem Vinyl, aber wohl nur auf Vinyl. Aber wenn man ehrlich ist, startet die Zeitrechnung von Sweet Pain erst seit 1996. Da tun sich die beiden Gründungsgitarristen Michael Neubauer und Steven Harnisch mit Frank Hartmann am Mikro, also Vocals, Markus Engling am Bass und Andreas Zetter am Schlagzeug zusammen, um dem zu frönen, was gemeinhin als die australische Schule des bluesgetränkten Hardrocks gilt. Basischer, ehrlicher und geradliniger High-Energy-Rock mit rauen Vocals, die in den Refrains den herben Charme der Westkurve atmen. Die Band ist hungrig und beginnt sofort live zu spielen. Die ersten eigenen Songs sind im Gepäck und finden schnell ihr Publikum. Vom kleinsten Club bis zum fertigsten Jugendzentrum. Keine Bühne ist sicher vor der Heimsuchung des Schmerzes. Sweet Pain, ja, schon klar. Schon bald ist die Band in aller Munde und baut ihre Position unbarmherzig aus. Zwangsläufig wird im selben Jahr das weltbeste Debüt mit dem Titel Sick and Thirsty, The Very Best of Sweet Pain, unter der Regie von Andreas Fach, die Band Viva ist vielleicht im einen oder anderen Begriff, eingehämmert. Die Mischung aus Stevies kompetenten Songwriting und Frankies selbstironischen Lyrics und Lines funktioniert brutal. Schon bald teilt die Band die Bühne mit Hochkarätern wie Victory und Extra Breit, spielt in größten Clubs der Region und gewinnt beim Local Heroes Wettbewerb von FFN den Zuschauerpreis. Höhepunkt ist das Tom Corey Festival Rock am See, wo die Band vor 5000 Besuchern radikal abräumt. Es folgen diverse Beiträge zu Samplern und massiv positive Kritiken in der einschlägigen Rockpresse. Die Band ist happy und beginnt unmittelbar mit den Arbeiten zum Nachfolgealbum, denn es ist an der Zeit, die Gunst der Stunde zu nutzen. Nur wenige Monate nach dem Debüt erscheint mit If Licks Could Kill der logische Zweitschlag im Jahre 1997. Bandklassiker wie Louder Than Loud, Dump Your Load oder das epische The River erfreuen das Herz der qualitätsbewussten Rocker der späten 90er Jahre. Das Songwriting ist noch kompakter, die Band ist hörbar deutlich zusammengewachsen, die Presse reagiert wieder mit guten bis sehr guten Reviews, die Zeichen stehen auf Sturm. Weltherrschaft? Ja, doch dann der Schock.
Stevie erkrankt an einer Quecksilbervergiftung, die es ihm auf unbestimmte Zeit unmöglich macht, Musik zu spielen. Gebuchte Gigs werden zwar mit einem Ersatzgitarristen gespielt, doch das Vakuum, welches der Hauptsongwriter hinterlässt, ist nicht zu füllen. Die Band ergeht sich in Richtungsstreits, ach so, und zerbricht folgerichtig am Ende des 20. Jahrhunderts. Schnuff! Das steht hier, ja. Doch unverhofft kommt oft und manchmal auch mit Verspätung. Unwesentliche 14 Jahre später ereilt Sänger Frankie der Anruf von Stevie, der quietschvergnügt Folgendes kundtut. Er hätte da so ein paar Sachen geschrieben, halt so Sweet Pain-Stoff. Wollen wir nicht mal einfach mal probieren? Knallt ohne Ende, Alter. Okay. Oh, sorry, ich hab mich verschluckt. Und ob der Sänger wollte. Achso, und ob der Sänger wollte. Achso, ja. Denn die neuen Songs. Achso, und ob der Sänger wollte. Die neuen Songs sind ein verdammtes Album voller klassischer Oldschool-Heldentaten, die 2015 mit dem Titel Thieves of Rock das Licht der trüben Rockclubs erblickten. Und das ist das Ding, was ich auch in meiner Sammlung habe. Unterstützt wird das kongeniale Duo dabei von der besten Besetzung mit fliegenden Gitarristenwechsel durchwachsen, welche die Band jemals ihr eigen nennen konnte. Dr. Rock verlässt die Band 2013 nach nur drei eingespielten Songs im Studio, gefolgt von Open Chord, der zwar das Album einspielt, aber nach nur einem Gig die Band verlässt. Ist auch toll, ne? Aber gut. Seit September 2015 schlägt Rob die Rhythmusgitarre. Im Februar 2016 startete die Videoproduktion zu 10.000 Devils und We're Gonna Fight mit Perspektive 31. Im Herbst 2019 laufen die Aufnahmen zum neuen Album Swallow This im Soundwork-Studio und werden ein paar Jahre später beendet. Tommy hat einen Weltklasse-Mix abgeliefert und ersetzt Mathis 2020 am Bass. Wir hoffen, dass die Produktion im Frühjahr 2022 mit 12 weiteren Songs nun endlich als CD erhältlich ist. Das Line-up ist Frankie an Mikro, Steven an Lead-Gitarre, Rob an der Rhythmusgitarre, Tom am bösen Bass, Chris haut den Lukas. Okay. Worte sind Schall und Rauch, Papier ist geduldig, überzeug dich selbst demnach wieder auf den Brettern, demnächst wieder auf den Brettern, die die Welt bedeuten. Ja. Gut, das kurz hier ein bisschen im Hintergrund über Sweet Pain. Die kommen übrigens aus, das habe ich gar nicht vorgelesen, das steht nämlich hier oben, das habe ich hier, High Energy Rock'n'Roll aus Langenhagen seit 1990. So, ja, gut. Das dazu. Dann kommen wir jetzt kurz mal zum optischen Aspekt, nämlich zum Albumcover etc. Hier haben wir auf dem Cover so ein paar Vampirzähne, ne, so ein Vampirmund mit einer White Pill im Mund, wo Sweet Pain draufsteht. Ja, was ist die White Pill? Ja, wisst ihr nicht, was die White Pill ist? Die White Pill ist im Grunde das Beste, was euch passieren kann. Ja. Dann habt ihr alles verstanden und kommt durch alles durch da draußen. Den ganzen Wahnsinn, der uns derzeit umgibt. Ob das jetzt so gemeint ist, weiß ich nicht. Vielleicht ist es auch einfach nur Gegenmittel gegen den süßen Schmerz. Ich weiß es nicht. Sweet Pain halt, ja. So. Schlicht und simpel. Ich find's okay, ja. Ja, doch. Ich finde das Cover okay. Ich find's in Ordnung. Hinten drauf, hier einzelne Bandmembers, wie so ein Fotofilm fast wirkt das Ganze. Hier nochmal die Pille und hier sehr schlecht. Kann ich nicht anders sagen. Dunkelrot auf grau, dunklem, grauschwarzen Untergrund. So gut wie nicht zu lesen. Selbst hier vor der Kamera, jetzt, wie ich das jetzt hier gerade so sehe, ist das schwierig, ja. Auch hier vorne, hier das Sweet Pain hier oben in dunkelrot. Ah, ich meine, gut, der Schriftzug ist mit Logo sogar, also das ist ja der Bandschriftzug hier, ja. Auf der Pille, also okay, ja. Aber das hier oben und hier unten Swallow This in so dunkelrot, da hätte ich mir noch eine weiße Outline genommen vielleicht. Oder ein helleres, knackigeres Rot. Keine Ahnung, was Leuchtenderes. Es gibt ja auch na, sag schnell. Diese leuchtende Outline, dieses Unscharfe, ja, wenn man so will, gibt es ja auch diesen Effekt. Kann man ja mit verschiedenen Sachen spielen, dass man es lesen kann, auch hier, ja. Aber gut, das ist jetzt mein persönlicher Geschmack. Das Label Print zeigt einfach nur auf der CD nur die Pille. Also im Grunde sieht die CD aus wie eine große Pille. Das finde ich eigentlich ganz witzig, ja. Dort haben wir nur noch mal die Zähne, schön frisch geputzt. So, und dann das Booklet, ja, hat nicht geklappt. Ist sehr dick, deswegen muss ich diesen Trick hier anwenden, um es überhaupt rauszukriegen an diesen Nupsis vorbei da, ne? Das habe ich jetzt gerade eben schon 20 Mal gemacht, mir tun jetzt noch die Daumen weh. Ja, die nächsten Sendungen verschieben sich um 93 Stunden. Dieses Booklet ist einfach nicht aus diesem scheiß Ding rauszukriegen. Also ich muss wieder mit Gewalt agieren, ja.
Es ist nicht zu fassen, ehrlich. Es ist einfach utopisch. So, jetzt habe ich es. Jetzt ist es natürlich hier über die Nupsis gerutscht. Deswegen reiße ich es mir gleich kaputt. Das darf natürlich nicht passieren. Jetzt muss ich hier irgendwie einen Trick anwenden, dass ich hier rückwärts rauskriege. Ist das nicht super? Ist das nicht spaßig? Das ist doch total gute Unterhaltung, oder? Ich hasse diese längliche Scheiße hier. Mach da einfach diese kleinen klassischen Einzelnupsis ran, Herrgott nochmal. Wo du das Booklet rüberkriegst. Ja, ich brauche keine Wände, die meine CD festhalten, mein Booklet festhalten. Über die ich nicht hinwegkomme, wenn es mehr als 3 Seiten hat. So, also, jetzt werde ich wieder laut hier. Also, hier haben wir ein ganz gutes Booklet eigentlich, abgesehen von dem üblichen Problem, nämlich dunkelroter Schrift auf schwarzem Untergrund. Aber man hat hier das Logo und es wurde auch generell im Booklet mit 4 Bildern gearbeitet. Das finde ich gut. Ja, Bilder der Musiker, hier nochmal das Logo in so einer anderen Art, ne, und so. Das ist eigentlich ganz nice. Hier gibt es immer was zu sehen pro Seite. Problem ist halt, warum sollst du dir die Bilder angucken, wenn du die Lyrics eh nicht mitlesen kannst? Aber ja, das ist natürlich wieder meine Meinung. Aber gut, ne? Ich finde es gut, dass man sich da ein bisschen Gedanken gemacht hat, das Ganze mit ein paar Bildern, wie gesagt, auszustatten. Hier ist es eigentlich ganz gut lesbar, weil der Untergrund ist da heller. Seht ihr? Seht ihr da diesen Effekt? Kaum wird der Untergrund ein bisschen heller, schon ist es ein bisschen besser zu lesen. Ja, also ja gut. Dann hier das Bild, das ihr auch bei diesem, wo ich gerade vorgelesen habe, oben im Banner seht. Das ist hier halt das Mittelbild, das ist halt ein Live-Stage-Foto in Schwarz-Weiß. Dann haben wir hier noch ein paar weitere Bilder. Mir gefällt das Booklet optisch eigentlich gut. Problem ist halt bloß, dass die Lyrics dunkel gedruckt sind. Ich musste hier wirklich mit Lampe und Licht, mit Lampe und Lupe sitzen, dann ging's, ja. Und das war halt schön mit den Bildern, finde ich gut. Habe ich immer, das respektiere ich immer dann hier, eine Packung mit den Pillen halt, ne? Swallow this, Rock'n'Roll Overdose, nice, ist witzig. Also man hat sich hier schon Gedanken gemacht, da steckt schon einiges an Liebe drin, ja, nur der Designer, die Wahl der Schrift, ja, ich weiß nicht. Man wollte wohl Blutrot nehmen, wegen Vampir oder was weiß ich, Vampir-Thematik und so, ne, ich verstehe es, aber da kann man, glaube ich, auch mit anderen Farbgebungen arbeiten, meiner Meinung nach. Ich weiß es nicht, gut. Ist aber auch nur meine persönliche Meinung. Ihr könnt ja gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das denn so empfindet. Jetzt kommen wir aber zum Elementaren und zum Wichtigsten, nämlich zu der Musik auf diesem Album. Und da verlinke ich euch unten eine Album-Playlist. Das ganze Album findet ihr nämlich zum Anhören auf YouTube in Audioform. Also ihr seht dann immer nur das Covermotiv und könnt die einzelnen Songs durchklicken und euch anhören. Ja, so. Und das Ganze beginnt mit dem Opener Rock'n'Roll Thunderball. Und das Ding hat erstmal ein sehr lustiges Intro, wie ich finde, und zwar Hellraiser. Ja, ihr hört halt Pinhead mit einem Opfer quatschen. Ja, ich werde dir zeigen, was richtiger Pain ist, what real Pain ist. Ne? Sweet Pain. Ja, also das fand ich witzig, hat mir einen kleinen Schmunzler entlockt. Und dann geht's los und du hast halt sofort diesen wirklich knochentrockenen AC/DC-Rock-Sound, der sich wie ein roter Faden auch durch das ganze Album durchzieht. Ihr habt hier wirklich nur Drums, Bass, Gitarre, Gesang, Ende. Keine Spielereien, keine Schnörkeleien, keine Blim-Blim-Scheiße, sondern einfach nur Straight-Edge-Rock'n'Roll, ja, überwiegend im Mid-Tempo-Bereich. Also ich mag diesen Sound, ich mag, dass das alles so gut nach vorne produziert ist und nah am Hörer dran, am Ohr nah dran, dass es nicht so distanziert und wegproduziert oder so, das mag ich. Ich mag diesen Sound bei solchen Bands. Schönes Riff hat der Song, dann gehen die Vocals los, der Sänger hat eine kraftvolle Stimme. Er versucht gar nicht erst, der neue Bon Scott oder der neue Brian Johnson zu sein. Er singt einfach auf seinem Stil. Es hat aber von der Klangfarbe per se her ein bisschen Bon Scott durchaus dabei. Ja, aber ein bisschen rauer, ein bisschen kraftvoller, würde ich jetzt mal sagen. Der Song hat auch einen simplen Refrain und das zieht sich ebenfalls durch das ganze Album eigentlich durch mit diesen simplen, eingängigen Mitsing-Refrains. Aber das ist ja auch ein Element, das auch typisch für AC/DC selbst jetzt, sag ich mal, ist. Und das ganze Stück bewegt sich halt, dieser Opener, in etwas rockigerem, etwas schnellerem Mittempo, würde ich jetzt sagen. Und hat auch ein cooles Solo und auch das findet ihr in jedem Song. Es gab hier auf dem Album kein Solo, wo ich sagen könnte, das war jetzt aber out of tune oder das ging mir jetzt irgendwie gar nicht rein oder ja, das war jetzt zu schnell vorbei oder ach, war da noch ein Solo, ich muss nochmal zurückklicken, war, habe ich das verpasst? Das passiert mir auch manchmal bei einigen Bands, weil die Solos dann so schnell oder so unspektakulär reingeschissen sind in die Songs, dass du es gar nicht mitbekommst, das gibt's auch, aber hier war es immer gut.
Ja, so. Dann kommt Stück Nummer 2, All the Things That Bite. Das ist ein schönes Mittempo-Stück, ebenfalls wieder dieser druckvoll trockene Sound. Hörbarer Bass, das mag ich auch, finde ich gerade in diesem AC/DC-Stil wichtig, dass man die Basslines auch hören kann. Ja, ich wackel hier rum wie so ein Blöder, ich mache die Arme vom Tisch. Ich mache es mir mal ein bisschen ungemütlicher für euch. der Song lebt von so abgestoppten AC/DC-Style-Riffs. Ja, dieses den, den, den. Den hört man sehr oft in vielen Songs hier. Ja, und dann einfach diese Bassline und der Drum Groove dazu ist sehr geil. Das ist halt so ein Element in dieser Stilistik. Auch hier wieder, hier sind die Vocals ein bisschen rauer, ein bisschen reibeisenartiger, tiefer, sage ich jetzt mal, ein bisschen, bisschen, ja, eine Spur. Hat auch wieder einen guten Refrain, der Song. Und von dem Feeling, das der Song aufbaut, von der Klangstimmung des Songs, All the Things That Bite, könnte auch auf dem AC/DC-Album Dirty Deeds drauf sein, meiner Ansicht nach. Ich musste instant ständig an die verschiedenen Songs aus dem Album Dirty Deeds von AC/DC zurückdenken. Ja? Das haben sie hier ganz gut gemacht. Und auch hier wieder ein schönes Gitarrensolo natürlich dabei. Dann kommt Hot Rod Ruby. Ich finde sowieso einige der Songtexte und Titel vor allem hier sehr geil. Das kommt aber nachher noch dann. Also Hot Rod Ruby ist wieder eine stampfende Nummer. Die Strophen sind bassgetragen. Und auch ein bisschen Bass dominiert. Wir haben wieder einen simplen, aber effektiven Refrain dabei. Das Solo passt auch wieder und das endet das Stück im Outro mit so Hot Rod Motorengeräuschen. Ne? So. Dann kommt ein kleines Highlight für mich persönlich, was einen der stärksten Eindrücke bei mir hinterlassen hat, nämlich Hellfire Barbecue. Beginnt erstmal mit einem basslastigen Intro und dazu dann Vocals, ohne dass jetzt irgendwelche Gitarren auftauchen. Erstmal nur Drums, Bass und Gesang. Dann geht's rein, es wird dann zu einem melodischen Mittempo-Stück und es hat halt einen sehr partytauglichen Sing-along-Refrain. Simpel, aber gut eingängig mitsingbar einfach, ja. Und auch das Solo gefällt mir hier sehr gut, verwaltet so ein bisschen so eine Feel-Good-Stimmung. Es gibt eine kleine Refrain-Bridge, also der Refrain allein gesungen vom Sänger als kleine Bridge dann nach diesem Solo-Part. Ne? Es ist ein schöner Party-Stampfer und da das ja mit Barbecue in Zusammenhang ist, wäre interessant zu hören oder ja, zu hören nicht, rauszufinden, wie sich der Song anfühlt, wenn man den tatsächlich beim Grillen hört, im Garten oder so. Ja, Hellfire Barbecue. Der für mich bisher, es gibt ja einige Barbecue-Rock-Songs, also die im Titel Barbecue haben. Es gab da auch einen von Ted Nugent oder so, aber für mich ist das hier bisher der beste Barbecue-Song, den ich jemals gehört habe. Dieses Siegel kann ich euch geben, Sweet Pain. Ja, Hellfire Barbecue ist der beste Barbecue-Song da draußen, meiner Meinung nach. So, so dann kommt Stück Nummer 5. Hanover Rock City. Hier haben wir erstmal so wieder diese klassischen abgestoppten Riffs in etwas treibenderem Mittempo, ein bisschen mitreißender. Aber trotzdem noch mit Tempo, würde ich sagen. Und hat auch wieder einen simplen Refrain, der allerdings nicht Hanover Rock City singt, sondern Hanover City Rocks. Hat man da jetzt einfach Worte verdreht beim Benennen oder egal, ja. Wollen wir jetzt hier mal nicht auf Kleinigkeiten rumhacken. Der Song hat einen nicen Solo-Part auch wieder mit den abgestoppten Riffs dazu und dann, es ergänzt sich immer so oder es wechselt sich so ein bisschen ab, dieses abgestoppte Riff, Solo-Part, abgestoppte Riff, Solo-Part. Wisst ihr, wie ich meine? Ja, das ist ganz nice gemacht. Und es gibt ein Solo-Refrain, wo dieser Hanover City Rocks, wo das mehrmals gesungen wird, ohne Gitarre untermalt. So mit so Party-Stimmung mäßig so ein bisschen. Das mag ich sowieso immer gerne. Nur mit so ein bisschen Basslauf dazu. Und das, ja, hebt das nochmal ein bisschen hervor. Und das fand ich sehr gut. So, dann kommt NOD. NOD ist wieder ein Mittempo-Fußwipper. Erneut gute Laune, AC/DC-Stilistik-Rock mit eingängig simplem Refrain und wieder gutem Solopart. Diesmal aber der längste Song bisher, also bis hierhin, mit 5 Minuten. Ja? Und ja, das mit dem Fußwippen könnt ihr euch eh schon mal angewöhnen, wenn ihr euch das Teil hier zulegen solltet. Denn ihr werdet vielleicht Muskelkater im Fuß kriegen, denn ja, du bist jetzt die Zeit nur mitwippen, das ganze Album über. Konstant. Ja. Aber da sage ich am Schluss gleich nochmal ganz kurz was zu. So, dann kommt The Whiskey Vampires. Beginnt erstmal mit so ein bisschen Unwettergeräuschen und dann geht's rein. Es ist ein Blues im Stil, ich würde sagen, am ehesten vergleichbar mit AC/DCs The Jack, würde ich jetzt sagen. Passende, coole Strophen dazu, ja, entsprechend. Und auch der Refrain ist entsprechend gut umgesetzt.
hier auch ein bisschen mehr, außer jetzt dreimal The Whiskey Vampires hier reinzusingen ins Mikro, ist das schon ein bisschen mehr. Auch das Solo passte hier sehr gut zur Stilistik, zu diesem Blues-Thema. Und mit 6 Minuten 44 ist das auch der längste Song des Albums. Ja. So, und dann kommen wir direkt zum kürzesten Song des Albums, Wild Grizzly Stomp. Wild Grizzly Stomp beginnt mit einem rockigen Riff und direkt Hey, Hey, Hey Shouts dazu. Es passiert aber nur einmal hier am Anfang. Diese Hey, Hey, Hey Shouts kommen nicht nochmal wieder in diesem Song, leider. Ja, ich mag das ja, aber ja, ich bin ja ein bisschen leicht zu befriedigen bei sowas. Der Song hat einen simplen Refrain und ein fetziges Solo und ist insgesamt einfach kurz und knackig mit 3 Minuten 9. Ja. Ist auch der kürzeste Song auf dem Album, wie gesagt. So, dann kommt der nächste Titel. Hier haben wir jetzt einen grandiosen Songtitel, ja. Gangbang Jenny. Da merkt man halt, die Jungs nehmen sich auch nicht ganz so ernst und haben Spaß bei dem, was sie da tun. Gangbang Jenny beginnt direkt mit einem Refrain-Part als Intro. Dann geht's rein. Es ist ein stampfender Mid-Tempo-Groove-Song mit wenig Riff-Parts, mehr auf hier dem Drive des Schlagzeugs und Basslaufs ausgelegt in den Strophen. Ja, hat einen simplen, catchy Refrain und das Solo, das saß auch wieder sehr gut. Ist auch wieder eine sehr eingängige Nummer. Dann kommt Divorce Lawyer Blues. Nee, nicht Blues. Boogie, Boogie. Sorry, ja. Divorce Lawyer Boogie. Also der Scheidungsanwalts Boogie, ja. Hier muss ich sagen, kleiner Letdown für mich persönlich. Ja, aber da komme ich gleich noch zu. Der Divorce Lawyer Boogie ist ein schneller Boogie Rock Song, vielleicht mit der schnellste Song auf dem Album, hat einen treibenden Groove, allerdings leider, und das ist mein persönliches Defizit, was diesen Song betrifft, kein wirklicher Mitgrö-Refrain oder so, ja, der sich catchy im Kopf festsetzt, wo sie irgendwie Divorce Lawyer Boogie schreien, bölken, mehrstimmig singen oder wie auch immer. Das kommt hier einfach nicht. Ja, die Hook, wenn man denn jetzt hier eine suchen will, liegt dann so ein bisschen gesanglich auf She Took It All, ja, vor allem am Ende. Ja, und es gibt auch ein schönes Solo-Part, so ist es nicht. Also auf instrumentaler Ebene meckere ich da jetzt nicht, ne? Aber mir fehlt hier ein bisschen der Ohrwurm-Faktor, was den Refrain-Part angeht. Mir persönlich, aber ja. Vielleicht haben Boogies ja auch keine Refrains. Kenne ich mit dem Boogie-Bereich jetzt nicht so doll aus, ja. Aber der Bad Boy Boogie zum Beispiel hatte schon ein Part, wo du mitkreischen kannst, aber gut. Das Gegenteil schlägt sich dann nieder im 11. Titel, nämlich Son of the Wind. Das beginnt erstmal mit einem sehr coolen Riff, wie ich finde, und ist ein schöner Mid-Tempo-Stampf-Groove-Titel, also ein stampfender Groove halt, ja, so ein bisschen, und einen eben sehr geilen, sehr eingängigen, fast schon ohrwurmlastigen Refrain, obwohl er ja nur Son of the Wind immer wieder singt, ja. Aber durch diesen Groove dann dazu und diese Melodie dazu sitzt das sofort im Ohr. Und du machst auch automatisch Instant mit, wenn du diesen Stil, also wenn ihr jetzt AC/DC mögt natürlich und ähnliche Bands natürlich. Auch hier wieder ein gelungenes Solo mit dabei natürlich. Und dann kommt der Rausschmeißer und Albumcloser Back from Jail. Zum Schluss nochmal ein, ja, cooler Mid-Tempo-Stampfer, der genau reinpasst in diese erwähnte Schiene. Alle Elemente sind da. Der trockene Sound, der Mid-Whip-Groove, simpler Refrain, der schön im Ohr hängen bleibt und ein gutes Gitarrensolo ebenfalls wieder. Und das macht dieses Album eigentlich wie aus einem Guss klingend. Ja, also ihr könnt eigentlich in die Playliste reinklicken, wenn euch der erste Song gefällt, werdet ihr auch den Rest des Albums durchgängig auf dem gleichen Niveau vorfinden. Für mich persönlich sind die kleinen Höhepunkte, die so ein bisschen positiv herausstechen, Hellfire Barbecue als Partynummer, Son of the Wind vielleicht als Hymne so ein bisschen, ja, und Whiskey Vampires als Blues, wenn man mal ein bisschen was, da bricht es dann mal so ein bisschen aus. Oder eben der Divorce Lawyer Boogie, wo es in die Boogie-Richtung so ein bisschen halt geht. Sind da so kleine Abwechslungen in dem Ganzen. Ja, aber insgesamt ein Ding wie aus einem Guss und eine runde Sache, würde ich sagen, für Fans von Bands wie AC/DC und Ähnlichem. Da gibt es ja nun etliche von bekannteren Sachen wie Airborne, ne, oder eben nicht so bekannten Sachen wie Treatment oder The Wild. Und wenn ihr sowas alles mögt, dann riskiert vielleicht auch mal ein Ohr bei Sweet Pain. Ja, so. Gut, das war meine Rezension oder meine Meinung zu diesem Album. Ich werde jetzt in den nächsten Tagen dann öfters vielleicht mal wieder was machen, wenn ich da irgendwie den Elan zu finde. Jetzt hatte ich einfach Bock auf diese Art Musik, weil das ist die Musik, die ich im Sommer, wenn es warm ist, wenn die Sonne scheint, höre. Und jetzt kommt ja angeblich die heißeste Woche auf, oder eine, oder die erste heißeste Woche auf uns zu dieses Jahr, oder was? Und da passt ja so Rockmusik so ein bisschen. Mal gucken, ob ich da jetzt die nächsten Tage auch Ähnliches reviewe.
Oder ob ich dann wieder mal Lust auf Metal oder sowas habe. Ich habe da ja genug. Ich habe die Auswahl ist tonnenweise vorhanden. So ist es nicht. Ja, gut. Und da sehen wir uns dann vielleicht wieder, wenn ihr mögt. Oder vielleicht nachher im Stream. Ja, keine Ahnung. Oder eben im nächsten Video, was immer da ich da als nächstes mache. Ja. Oder ich wünsche euch viel Spaß bei was auch immer ihr als nächstes schaut. Anderes bei einem anderen YouTuber. Ja. Und bis dahin sage ich wie immer: Farewell.